In diesem Video bestimmen Coca-Cola WM-Sticker mein Team. Aber nicht nur Coca-Cola WM-Sticker, sondern auch Spieler, die Coca-Cola einfach lieben. Coca-Cola. Ja, Ronaldo, der kommt erstmal nur auf die Bank. Ich habe hier 24 Flaschen Coca-Cola. Okay, gut, 23. Und der erste Sticker ist Kevin De Bruyne. Ha, stabil. Nice, der kommt gleich mal ins Team. Und mit 88 Schießen hoffe ich, dass der uns nachher auch so einen schönen Longshot präsentiert. So wie hier im Spiel gegen Zypern. Ja, gut, war ein Torwartfehler. Aber zugegeben, die Torhüter in FIFA 23 sind auch nicht recht viel besser. Also dann Zeit für Sticker Nummer 2. Wenn ich das Ding hier mal abkriege. So, jetzt aber. Und Sticker Nummer 2 ist Luka Modric. Der Vize-Weltmeister und Ballon d'Or-Sieger kommt in die Mannschaft. Und Junge, jetzt haben wir schon 2 absolute Passmaschinen in der Mannschaft. Ach so, und schießen kann der Kerl auch noch. Lionel Messi und Argentinien können das bestätigen. Stimmt's, Leo? Ah, sorry, falsche Pressekonferenz. Jetzt aber. Es geht gleich weiter. Unser nächster Spieler im Team ist vermutlich nicht Lionel Messi, denn der macht Werbung für Pepsi. Also. Und es ist Lozano. Gut, ich hoffe, wir bekommen da noch was Besseres auf dem rechten Flügel. Denn was ich euch bisher noch gar nicht gesagt habe, am Ende dieses Videos spiele ich mit diesem fertigen Team ein Spiel. Und es geht darin um alles. Denn sollte ich dieses Spiel verlieren, wird der Spieler mit dem schlechtesten Rating discarded. Doch der nächste Spieler kann schon alles ändern. Komm schon, Coca-Cola. Oh Gott, ich trau mich, kann nicht hingucken. Und es ist Angel Di Maria. Yes, Freunde, Angel Di Maria ist in the house. Und das heißt gleich mal Tschüssikowski, Irving Lozano. Gut, dass wir den los sind. Wobei, Moment mal, der hat 93 Tempo. Und Di Maria hat nur 79 Tempo. Ha. Ja, egal, dafür kann Angel Di Maria solche Sachen hier. Also, ich meinte nicht das hier. Ich wollte euch einen Clip zeigen. Also, hier, bitteschön. Junge, Junge, guckt euch mal die Technik an, wie der den Luft und das in dem Copa America-Finale. Und solche Spiele, die Tore schießen können, die brauchen wir heute. Und daher hätte ich als nächstes gesagt, holen wir uns genau so einen Spieler für die Stürmerposition. Und zwar einen, der bei der WM schon gezeigt hat, dass er Tore schießen kann. Genauer gesagt, 16 Mal sogar. Ladies and Gentlemen, Applaus bitte. WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose kommt in die Mannschaft. Und wir gucken uns jetzt seinen Rekordtor an. Erzielt beim legendären 7:1 gegen Brasilien im Jahr 2014. Den ersten konnte Julio Cesario noch abwehren, aber dann ist Miroslav Klose da. Miro, ich vertraue dir, Junge. Bitte rette mein Team heute auch. Next one. Komm schon, Coca-Cola, gib mir was Gutes. Raúl Jiménez. Naja, aber der hat mit 92 Elfmetern immerhin die besten Elfmeter in FIFA 23. So, Freunde, wir bräuchten ja schon langsam mal einen Torhüter, denn ohne Torhüter wird diese Challenge ansonsten verdammt schwer. Oh, Jung-Min Son, zwar kein Torhüter, aber dafür ein richtig, richtig guter Spieler. Der immer lächelnde Jung-Min Son kommt in die Mannschaft und der hat bei einer WM auch schon mal getroffen. Richtig, Freunde, 2018 gegen Deutschland. Langer Ball auf Jung-Min Son, der läuft und steht alleine vor dem Tor, muss nur einschieben und feiert sich, als wäre Südkorea Weltmeister geworden. Aber auch völlig zu Recht ein wildes Spiel und das kleine Südkorea wirft den amtierenden Weltmeister Deutschland einfach aus dem Turnier raus. Das ist Fußball, Freunde. Nächster Sticker, Freunde, und es ist Sergej Milinkovic-Savic. Alter, Freunde, was bauen wir eigentlich für ein geisteskrankes Mittelfeld? Sergej Milinkovic-Savic, Luka Modric und Kevin De Bruyne. Das sind 3 der besten Passspieler auf diesem Planeten zurzeit. Ach so, und falls ihr euch gefragt habt, Longshots kann der Kerl natürlich auch. Was für eine Fackel. Aber Freunde, ich werde den nicht im Mittelfeld spielen. Warum, fragt ihr euch? Naja, ich habe fürs Mittelfeld noch ein Ass im Ärmel. Eine deutsche Fußballlegende, Coca-Cola Testimonial und einer der wichtigsten Spieler bei der WM 2014. Die Rede ist natürlich von Knossi. Oh ja, Mr. Coca-Cola. Moment, was? Knossi? Etwas weiter rüber bitte das Bild. Genau, perfekt. Bastian Schweinsteiger natürlich. Der gute Bastian kommt hier ins Mittelfeld und Sergej Milinkovic-Savic in die Innenverteidigung. Und das ist gar nicht so blöd, denn ich habe gerade vorhin bemerkt, dass es bei diesen Coca-Cola-Stickern keine Verteidiger gibt. Aber keine Sorge, Freunde, dafür habe ich mich vorbereitet. Mit 2 Innenverteidigern, die bei der WM in Katar gar nicht dabei sein werden. Zuerst kommt der WM-Pokal zu uns, nach Wien. Nein, David, das ist nicht ganz richtig, aber nachdem du hier in einem Coca-Cola-Werbespot auftauchst, kann ich dich auch in diese Coca-Cola-WM-Mannschaft reinpacken. Und neben David Alaba verteidigt Leonardo Bonucci, denn der hat sich bei der Euro 2020 ja auch mal einen leckeren Schluck Coca-Cola gegönnt. Und das werde ich jetzt auch machen.
Weiter geht's. Wir öffnen gespannt den nächsten Sticker und wir bekommen Eden Hazard. Und keine Sorge, Real, ich habe extra Coca-Cola Zero gekauft, damit der Eden Hazard nicht wieder mit Übergewicht zu euch zurückkommt. Aber gut, er sitzt ja sowieso nur auf der Bank neben Cristiano Ronaldo. Next one, Freunde, und ich spür's, wir bekommen jetzt einen richtigen Kracher. Ja, es ist Adrien Rabiot. Ja. Freunde, ich habe danach alle restlichen Sticker aufgemacht und wir haben nur Doppelte gezogen. Spieler, die wir nicht gezogen haben, sind Gavi, Bergwijn, Declan Rice, Serge Gnabry und Emiliano Martinez. Aber nachdem wir aktuell noch gar keinen Torwart haben, denke ich, wir sollten den Kerl reinpacken. Oder was meinst du, Emiliano? Ja, Mann, der Kerl hat Bock, Freunde. Und wie ihr seht, habe ich die Spieler, die ich leider nicht gezogen habe, hier auf die Bank gepackt. Und gemeinsam mit ihnen chillen ganz hinten auf der Bank auch noch Romelu Lukaku und Xherdan Shaqiri. Zum einen natürlich Romelu Lukaku, denn der hat bei der Euro 2020 auf einer Pressekonferenz Coca-Cola gefragt, ob sie an einem Sponsoring mit ihm interessiert sind. Coca-Cola, call Rugby Nation, we can work together. Und hey, Coca-Cola, falls ihr das hier sehen solltet, meldet euch doch mal bei mir. Und zum anderen Xherdan Shaqiri, denn der war offizielles Coca-Cola-Testimonial in der Schweiz. Das hier ist also mein Team aus Coca-Cola-WM-Stickern. Sekunde, Ronaldo, den müssen wir schon in die Mannschaft packen. Und wir gehen jetzt in das alles entscheidende WM-Finalspiel und versuchen, den Titel zu holen. Und natürlich keinen Spieler discarden zu müssen. Oh Gott, das gegnerische Team sieht nicht schlecht aus. Darauf erstmal ein Schlückchen. Let's go. Oh, Martinez, du bist mein Retter. Ich hab's euch doch gesagt, der hat Bock, der Kerl. Ja, nochmal, komm. Oh Gott, nicht nervös werden. 0-1, ist noch alles möglich. Wir haben noch genug Zeit, Freunde. Klose. Klose, die lässt er sich nicht entgehen, solche Dinger. Ja, Mann, Miro Klose zeigt, er ist WM-Rekordtorschütze und das hat er hier mal wieder bewiesen. Eiskalter Abschluss. Ronaldo. Oh, Spin. In die Mitte. Zurück zu Schweinstein. Oh, okay. Oh, das geht hier viel zu einfach. Oh, Emiliano Martinez. Ich sag dir doch, der Kerl hat Bock. Oh, fast. Kurz mal beruhigen. Oh, Martinez! Halbzeitstand 1-1, aber die schlechteste Bewertung einfach Cristiano Ronaldo bisher. Also verlieren, absolut verboten, Freunde. Ansonsten muss ich tatsächlich CR7 discarden. Oh, mach was, Cristiano, damit das nicht passiert. Lupfen, lupfen! Oh, das ist ein Wahnsinnstor! Ja, da zerreißt ihn fast, den CR7. Was ein Abschluss und wir sind dem WM-Titel einen großen Schritt näher gekommen, Freunde. Martinez! Oh, Ausgleich! Son, auf CR7! Mach es! Mach es, natürlich! Na komm, einmal geht's noch! Sorry an alle, die Kopfhörer verwenden. Kommt schon, Männer, 20 Minuten noch durchhalten. Erstmal noch ein Schlückchen. Und, voll abgeräumt. Oh Gott, letzte Sekunde. Ein Eckball noch für unseren Gegner. Bitte, bitte, weg mit der Kugel! Oh, und das Spiel ist aus und wir sind Weltmeister. Und CR7 und Klose wurden noch Man of the Match. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir auch das hier gefallen. Also hier klicken und angucken.